Ich zeige Ihnen hier, wie Sie in Camtasia bei einem Clip die Bild- und Tonspur trennen können. Ich habe die gerne immer getrennt. Wenn ich eine Aufnahme mache mit Camtasia, dann entsteht ja eine T-Rec-Datei. Wenn ich die auf das Storyboard zupfe, dann sind Bild und Ton standardmäßig getrennt. Das heißt, man könnte die auch verschieben. Wenn ich aber einen MP4-Film hereinhole, der liegt hier bereits zur Auswahl, dann ist Bild und Ton miteinander verschmolzen. Ich stelle mir das hier einmal auf diese Spur 1 und ich kann Bild und Ton nicht getrennt voneinander bearbeiten. Wie geht das? Machen Sie einen Rechtsklick auf diesen Clip und wählen Sie hier Video und Audio trennen. Und jetzt haben Sie beides voneinander getrennt und Sie können zum Beispiel die Lautstärke regeln oder überhaupt den Sound entfernen oder den Sound behalten und das Bild entfernen. Also Sie bestimmen dann getrennt voneinander, was damit passiert. Das war's.